und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Minecraft Pocket Edition. Und ja, ich glaube die 211. Folge, genau die 221. Folge. Und wie man sieht, wir haben jetzt ein kleines, großes Deephead. Ich wollte einfach mal zeigen, dass das irgendwie seit dem Update so groß geht. Das ist irgendwie, also seit dem 0.7.1 Update. Das kleinste ist halt immer noch so hier. Das war aber vorher auch schon so. Aber das Größte ist jetzt irgendwie, es ist jetzt irgendwie größer geworden. Ich mach mal, ja, so ungefähr, das dürfte für euch relativ angenehm sein. Okay, wir bauen jetzt einfach mal an der Hühnerfarm weiter. Und zwar hatte ich hier gesehen, dass hier ganz viele Eier, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, gelegt worden oder gespawnt sind, oder? Keine Ahnung. Weg. Nein. Jetzt ist da so ein Huhn rausgegangen. Ach man. Egal. Wir machen es mal anders. Ich mach mal so hier. So. Huhn, geh wieder rein. Ich mach dir sogar einen Weg. Komm. Ich bin nett. Muss nur hier raufhüpfen. Nur hier raufhüpfen, ganz einfach. So, komm. Komm, du willst es doch auch, Huhn. Na komm. Na komm. In die Richtung, komm. In die Richtung. Das Wasser weist dir den Weg. Komm, Huhn. Huhn, geh, komm. Du schaffst das, ich glaube an dich. Hui. Huhn. Ach ja, ich glaube, jetzt kann man Wasser einmal auch zusammenfügen. Das ist aber, denke ich mal, ein Bug, weil eigentlich darf man das ja nicht. Oder zumindest ist es bei der PC-Version so. Aber für uns ist das jetzt eigentlich ganz praktisch. Mann, Huhn. Achso. Nein. Die Richtung da. Ich will es auch nicht kaputt machen. Oh mein Gott, das gewittert gerade bei mir. Und ich mach mal kurz ein Stück leiser. Uiuiui, ich weiß nicht, ob ihr das hört oder ob ihr das nicht hört. Keine Ahnung. Hört ihr das? Ah, jetzt wäre das Huhn fast drin gewesen. Na egal. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr es hört. Ich höre es auf jeden Fall. Ich habe noch nie bei Gewitter aufgenommen. Krass. Achso, Glas, genau, wir wollten ja Glas holen. Und wir brauchen ganz viele Schilder. Und das bedeutet, wir brauchen Holz, ganz viel Holz. Also auf die Reihe kommt dann das. Okay, wir können erstmal das Wasser hinsetzen. Das ist nämlich nicht so einfach, wie man das denkt, weil wenn ich jetzt zuerst die Schilder hin tue, das hatte ich schon mal alles ausprobiert in der normalen Welt, also in der privaten Welt sozusagen. Hatte ich das alles schon mal ausprobiert mit Schildern zuerst setzen und dann Wasser. Aber das hat sehr schlecht funktioniert. Es ging am Ende, aber es hat sehr, sehr schlecht funktioniert. Deswegen mache ich das diesmal anders. Und zwar, Moment, komm. Ja doch, genau, hier kommen die Schilder hin und hier kommt dann das Wasser drauf. Und hier mache ich das so zu, weil da kommt ja dann Glas hin. Und hier kommen dann die Hühner hin. Hier sitzen die dann und begnügen sich. Nein. So, wir machen das mal so. Wir machen uns erstmal ein unendliches Wasserloch oder. Auf jeden Fall unendliches Wasser. So. Eine unendliche Wasserquelle, genau. Da einen hin und da einen. So, und schon haben wir Wasser. Das nehmen wir nochmal 4 Eimer mit schnell. 2, 3, 4. So. Und jetzt rausgehen und schnell holen. Und du Hühnchen, du bleibst schön draußen. Nicht hier rauskommen. Also, nein, drin, genau. Du bleibst schön drin. Nicht draußen. So. Okay, wir holen uns erstmal Glas. Müsste ja noch im Lager sein. Mann, ich will sprinten. Das ist immer so kacke. Ich bin so langsam. Ich will den Sprintmod haben. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr einen Sprintmod kennt. Ja, genau, schreibt es mal in die Kommentare. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon sagen kann, soll, darf, muss. Aber es ist ja gar nicht mehr so lange hin. Und zwar bis Sommerferien sind. Und in den Sommerferien bin ich 2 Wochen nicht da. Da bin ich im Urlaub. Ich denke, dass ein paar von euch werden auch im Urlaub sein. Deswegen dürfte das jetzt nicht so das Problem sein. Aber das Problem ist halt immer bei YouTube. Ich will euch ja trotzdem Videos bringen, wenn es geht.
Und ich habe mir da überlegt, wie ich das mache. Und ich habe irgendwie versucht, oder ich habe gedacht, dass ich immer keine, die Videos nicht auf, na wie nennt man das? Wie heißt das bei YouTube? Geplant für oder sowas stellen kann. Und dann hat mir der Marcel gesagt, von Final Games for Life, schaut mal auf den Kanal, hat mir dann gesagt, dass das so ist, dass ich Videos zuerst auf privat stellen oder schon auf privat hochladen muss. Und wenn sie einmal öffentlich sind, dann kann ich das nicht mehr einstellen, ist ja eigentlich auch klar. Also ich muss es gleich auf privat hochladen. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn ich es auf nicht gelistet hochlade. Aber ich muss es halt auf privat hochladen und dann kann ich es auf YouTube auf geplant stellen. Und dann kommt das an dem Video, an dem Tag, wo ich das einstelle, wann das Video kommen soll. Und zu der Uhrzeit. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Ganz cool. Und werde ich wahrscheinlich dann auch machen, weil zuerst habe ich überlegt, gar keine Videos zu machen. Beziehungsweise die, ja, eins vielleicht zu machen und das dann irgendwie. Ja, keine Ahnung, ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Und er hat halt gesagt, dass das so ist, dass ich halt auf privat stellen muss. Und dann funktioniert das. Und ich habe mir aber trotzdem überlegt, weil ich will jetzt nicht so viel aufnehmen. Da müsste ich, ich bin 2 Wochen nicht da. Würde also heißen, 8 Videos. Weil 4 Videos pro Woche mindestens, also 4 Let's Plays. Ich werde also keine anderen Videos machen, Seed Reviews oder sowas, wobei ich dann noch 2 Seeds hätte, die ich machen will. Aber dann, also ich mache auf jeden Fall nicht 8 Videos, weil das wird dann, ja, ich will jetzt nicht unbedingt so viel voraufnehmen, beziehungsweise ich kann das auch gar nicht, weil dann müsste ich jetzt vielleicht schon anfangen, weil so viel, ich habe 2 GB frei, Speicherplatz frei auf dem iPad und das, ja, ich muss das noch bearbeiten und so und deswegen kann das noch lange dauern. Ich werde also, ich denke mal, 2 Videos in der Woche machen, in diesen 2 Wochen, also kommen also nur 4 Videos insgesamt, jeweils 2. Ich denke, Dienstag und Samstag, weil das sind so die besten Tage. Also normalerweise kommen die Displays ja Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag. Und dann fällt halt, Sonntag weg und Donnerstag. Und dann ist das so, eigentlich denke ich mal, in Ordnung. Es sind ja nur 2 Wochen, danach kommen wieder Normalvideos regelmäßig und so weiter. Deswegen darf das eigentlich kein Problem sein und ich hoffe, ihr akzeptiert das. Oder viele von euch werden ja bestimmt auch in Urlaub fahren oder sowas. Deswegen, ja, das wird schon kein Problem sein. Und da werde ich halt, ja, eigentlich genau nur das machen. Jetzt über die, wo ist denn das Hühnchen jetzt hin? Ist das abgehauen? Das Hühnchen ist abgehauen. Es ist weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oder ist es reingelaufen? Ja, es ist reingelaufen. Perfekt. Gutes Hühnchen. Gutes Hühnchen, weines Hühnchen. So, da können wir das hier nämlich auch wieder wegmachen. Perfekt. So. Ja, also es wird nur Dienstag ein Video kommen und Samstag. Und ich wollte noch irgendwas sagen dazu, deswegen habe ich gerade wieder damit angefangen, aber ich hab's vergessen. Gibt's da überhaupt noch irgendwas Wichtiges zu sagen dazu? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch irgendwie in Urlaub fahrt oder sowas. Und wenn ja, wohin? Ob ihr jetzt nur in Deutschland Urlaub macht oder ob ihr irgendwo ins Ausland hinfahrt. Oder ihr kommt vielleicht gar nicht aus Deutschland, wohnt aber in Deutschland und eure Familie kommt da und da geht ihr dorthin oder so. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, um ein bisschen die Diskussion anzutreiben. So, 16, ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Gleich mal gucken. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5. 5 mal 4 heißt also 20 Schilder, da fehlen noch 4. Oh, das mache ich dann, ich mache jetzt erstmal hier. Ich mache es jetzt erstmal. So, da kommt ein Schild dran. Da kommt ein Schild dran. Ich finde es cool, wenn man bei Minecraft die Schilder noch irgendwie danach ändern könnte, so wie bei Survivalcraft oder sowas. Ja, wäre eigentlich ganz cool, weil dann könnte ich jetzt erstmal so ein Schild platzieren und da könnte man das ja dann so machen, dass man noch nichts schreibt, also nur ein leeres Schild platziert. Dann würde das hier nämlich alles relativ wesentlich schneller gehen. Relativ wesentlich. Würde wesentlich schneller gehen. Und war jetzt nicht so ein. Ja, Mann, ich habe das Schild falsch platziert. Geh weg, Schild, geh weg. Ich hätte, glaube ich, auch Leitern. Obwohl, nein, Leitern geht nicht, weil dann könnte ich die nicht aneinander machen.
Also sonst wäre eigentlich auch Leiter. Obwohl, gehen Leiter nicht eigentlich weg, wenn die unter Wasser sind? Ne, eigentlich nicht. Oh Mann. Das war so nicht geplant. So, ach komm. Komm an. Mann. Jo. Mami. So, und jetzt, wo ist denn das? Ich sehe das gar nicht. Daran. Da. Das scheint. Da auch. Ach, hier ist das ja hier vorne. Okay, jetzt ist da. Besser. Holen wir jetzt aber schnell Wasser. So. Da. Ja, perfekt. Und jetzt. Mann. Nervt mich doch nicht so. Also nicht ihr, das Spiel. Mann. 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 So. Jetzt mal schnell Wasser holen. Oh Gott. Oh Mann, das ist so schlau. Ich bin so schlau. Komm, jetzt habe ich da unten Wasser hingesetzt. Muss ich wieder weg. Wegmachen. Mann. Ich kann es einfach nicht. Ich kann es nicht. So, weg. Ja, perfekt. Oh Mann. Ich kann es wirklich nicht. Deswegen so, wollte ich das zuerst danach platzieren. Weil das so einfach nur Rotz wird. Voll rotzidisch. Ich habe schon wieder unten mit Wasser platziert, oder? Nein. Gut. Ach Mann. Das sollte ich eigentlich verhindern. Achso, jetzt habe ich schon eins platziert, deswegen. Und. Ah, oh, perfekt. Jetzt hole ich mir von hier Wasser, nicht mehr von da drüben. Beziehungsweise hole ich mir dann gar kein Wasser mehr. Das ist vielleicht auch besser. So, da ein Schild platzieren. Na komm. Und da ein Schild platzieren. Nein, nicht da unten. Mann. Ich hol's gleich, keine Angst. So, das Schild wiederholen. Ich will's eigentlich endlich fertig werden mit der Hühnerfarm, weil ich gerade irgendwie richtig Bock, Hühner zu farmen. keine Ahnung warum, aber irgendwie. Gerade Bock drauf. Deswegen, ich will das eigentlich so schnell wie möglich zu Ende bekommen und eine funktionierende Hühnerfarm haben. Aber nein, die Let's Plays müssen ja so kurz sein. Also ich könnte es auch länger machen, aber ich glaube, dann kann ich es nicht mehr so ordentlich hochladen. Deswegen, ich mache es lieber so 15 Minuten lang. Und das ist leider auch schon wieder vorbei, bald. So, nicht verfehlen da. Nicht versagen. Daran. Und nein. Nein. Daran. Und jetzt noch das letzte Schild. Nein. Ja, das letzte Schild wird falsch gesetzt. Glas sowieso. So, dann hier hoch und daran. Nein. Hab ich jetzt. Ach Gott, ich hab's richtig gesetzt. Ich bin fertig. Hui. Dann könnten wir es vielleicht sogar noch schaffen, obwohl ich noch irgendwie die Hühner hochbekommen muss. Ich bin jetzt gerade ins Mikro gekommen. Tut mir leid dafür. So, jetzt muss hier Glas hingesetzt werden. Obwohl. Nein, auf der Ebene, wo das Wasser ist, würde ich Sandstein hinsetzen. Oder? 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 Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Ich setze hier erstmal Glas hin. So, das sieht relativ stylisch aus. Ja, ich sag relativ. Und die Fackeln hier können wir eigentlich. Ach komm, wir setzen überall Fackeln. Ich finde, das sieht mit dem Sandstein richtig stylisch aus irgendwie. Und was bei Minecraft Pocket Edition auf jeden Fall auch noch fehlt, sind die Connected Textures. Also das ist ja eigentlich nur wegen Optifine, wenn ich mich nicht täusche, beim richtigen PC Minecraft. Aber ich fände es auch cool, wenn das dort auch schon standardmäßig drin wäre. Also schreibt es in die Kommentare, wenn ich mich jetzt täusche. Wenn das auch schon standardmäßig drin ist. Aber ich glaube nicht. Und. Ach, das ist cool. ja. Genau. So, wir machen jetzt mal hin. Also, das wäre cool, wenn dann die Glastexturen zum Beispiel halt zusammenhängt, wer jetzt nicht weiß, was das ist. Und das wird's dann auf jeden Fall. Ach so, jetzt ist das hier. Ich hätte eigentlich nur so machen sollen, dass eins in der Mitte ist, nicht zwei. Obwohl, das ist ja eigentlich. Eigentlich ist das auch egal. Oh mein Gott, jetzt regnet das extrem draußen. Ich hab keinen Bock. Schon wieder Hochwasser. Da hinten hinsetzen, da klappt das dann. Ja genau, alles schön, fließt dann alles schön hierher.
So habe ich mir das gedacht. Hier unten kommt Sandstein hin. So. Hier natürlich auch. So, jetzt sind 15 Minuten vorbei. Heißt also, dieser Part ist gleich zu Ende. So, genau so habe ich mir das gedacht. Ich habe jetzt schon ein paar Mal hier eine Hühnerfarm gebaut in Minecraft Pocket Edition. Deswegen bin ich jetzt schon ein bisschen geübt. Könnte man so sagen. Und hier können wir einfach mal aus Spaß, weil ich gerade nur noch einen normalen Sandstein habe. Wollen wir dann Creeper setzen? Nein, können wir setzen, so einen glatten Sandstein. Ja, das sieht doch schön aus. Ja. Ach, dann machen wir das hier auch gleich so. Auch gleich so. 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 Und. So. Schick, schick. Funktioniert das auch. Wenn wir jetzt Eis hätten oder sowas, dann könnten wir das dort auch machen, aber ist jetzt auch egal. Achso, die Hühner müssen natürlich noch irgendwie da hoch. Obwohl, die haben jetzt schon schön viel Eier gelegt. Oh mein Gott, es hat gerade geblitzt. Es hat gerade geblitzt. Und das iPad laggt und es laggt. Hoffentlich legt der Blitz nicht ein. Ja, komm, wir machen jetzt, wie viele Eier haben wir? 13, ja, perfekt. Da müsste da mindestens ein Huhn rauskommen und ein Huhn würde ja eigentlich schon reichen. Dann, oh mein. Hört ihr es dann? Schreibt es in die Kommentare. Achso, wir machen das hier oben. Wir können ja hier. Ich mache ja erstmal nur ein Loch, wo wir das dann immer die Hühner reinfüllen, weil ich würde die Eier dann immer gleich wieder loswerden wollen. Oder zumindest die meisten. Ein Huhn. Na komm. Komm, wenigstens noch eins. Ein einziges, komm. Ach man, Spielverderber. Das bauen wir schnell ab und dann werde ich die Folge auch schon wieder beenden. Denn die Zeit ist vorbei. Und ja, haben die jetzt noch hier ein paar Eier gelegt? Nein. Wie machen wir das dann mit den Hühnern? Ja, das sieht doch stylisch aus. Das sieht doch stylisch aus, ne? Ja. okay, dann wäre das auch fertig. Hier legt das Huhn dann Eier, das eine. Ja, vielleicht können wir die Hühner da drüben dann auch einfach töten. Die armen Hühner. Aber, ja, okay, egal. Ich beende jetzt erstmal die Folge. Übrigens, das Essen geht jetzt auch wieder hier in dem Update. So, perfekt. Und dann würde ich mich erstmal verabschieden und tschüss, bis zum nächsten Let's Play. Ja, ihr könnt übrigens auch ein Like da lassen oder ein Abo oder sowas. Also, tschüss.